Heute verwandelt sich alles, was ich anfasse, in Regenbogen. Let's go! Wir fangen wie immer im Krankenhaus mit einer sehr, sehr sauer aussehenden Krankenschwester an, die die Kinder in... Oh Gott, das Baby hat jetzt schon alles in Regenbogen verwandelt. Hätten wir wissen müssen, weil selbst der Kinderwagen war ja schon Regenbogen gesagt. Du bist ein hässliches Baby! Oje, oje. Also es hat sich aber jetzt wieder zurückverwandelt. Und da ist eine neue Krankenschwester. Und auch sie hat jetzt plötzlich einen Regenbogen an. Aber warum hat sich eigentlich das Bett nicht in Regenbogen verwandelt? Das möchte ich gerne wissen. Sind das wieder Zwillinge? Oder wie ist das? Warum sind da zwei Männer und eine Mutter? Muss ich das verstehen? Oh, und da sind wieder Regenbogen. Ah, das ist der Bruder. Aha, aha. Er will auf jeden Fall keine Regenbogenschwester. Und der Vater will jetzt nur das normale Kind und die Mutter hat das Regenbogenkind. Und die nette Krankenschwester ist auf jeden Fall fertig mit der Welt. Die beiden Jungs, der Vater und der Bruder, haben sich also das andere Kind geschnappt und sind ganz verliebt und ganz zufrieden. Und die scheinen alle schon schwer verbündet zu sein. Und die Mutter weiß nicht, was sie mit dem Regenbogenbaby anfangen soll. Hat jetzt auf jeden Fall auch Regenbogenhaare. Und sie konnten das Baby ja schlecht zurücklassen, ne? Außerdem ist es doch super goldig. Und sie spielt Gitarre mit dem Baby im Arm und das Baby freut sich. Und die beiden Herren des Hauses sind nicht besonders glücklich. Machen die Gitarre kaputt? Die ist auch Regenbogen geworden. Och Gott. Oje, oje, sie rutscht aus auf dem Skateboard und ist sie tot? Sie hat auf jeden Fall das Baby gefangen. Das Baby macht alles Regenbogen. Ist die Mutter tot? Oh, bitte lass sie nicht tot sein. Bei den Jungs bist du nicht gut aufgehoben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du musst Mama helfen. Und der so, ne, für dich tue ich gar nichts. Da ist auch das Zeug jetzt ganz bunt geworden. Und geht er hin und hilft der Mutter? Inwiefern wird er Regenbogen? Ah, seine Klamotten, seht ihr. Schreibt jetzt mal Haare in die Kommentare und lasst einen dicken Daumen nach oben da. Hättet ihr gerne Regenbogenhaare? Also ich hätte nichts dagegen. Ich würde nur, glaube ich, ungern alles, was ich anfasse, in Regenbogen verwandeln. Oh je. Also er ist auf jeden Fall nicht glücklich und lässt sie in ihrem Regenbogenzimmer zurück. Aber seiner Mutter hilft er nicht. Hey, was ist das denn für eine? Das verstehe ich nicht, das ist nicht fair. Der ignoriert das einfach und die Mutter ist 100 pro jetzt einfach gestorben und sie weiß es ganz genau. Oh, sie hat sich in ihr Ding rein katapultiert. Das ist aber ein kluges Baby. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Und jetzt geht sie hier auf das Skateboard und er fängt sie wieder ein. Das ist mein Skateboard und du hast es ruiniert. Und jetzt lachen ihn alle aus. Aber was ist jetzt mit der Mutter, Leute? Ich muss unbedingt wissen, was mit dieser Mutter ist. Und meine Schwester hat mein Skateboard in Regenbogen verwandelt. Das geschieht ihm recht, ne? Ah, der Mutter geht's scheinbar doch gut. Okay, na, da hatte sie aber Glück. Und die beiden Kinder gehen jetzt in den Kindergarten. Und die Mama ist traurig, dass sie sie zurücklassen muss. Und ihr hat jetzt auch die Haare in Regenbogen verwandelt. Ist auch darüber nicht sehr glücklich. Ich würde euch also vorschlagen, fasst das Kind nicht an, sonst... Ah, guckt mal. Und sobald sie sie wieder hinlegt, sind die Haare wieder normal. Das finde ich auch spannend. Und die scheinen jetzt schon ein bisschen größer zu sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon so ein Löckchen. Und warum sind die jetzt alle sauer? Du hast ein Regenbogenlöckchen und wir haben nur normale Löckchen. Wie gemein. Ha. Warum sind die immer alle so fies in diesen Geschichten? Das erschließt sich mir nicht. Da ist jetzt auch wieder Regenbogen. Aber jetzt... Ha. Geben die dir das? Okay, mach das... Ach, die muss ich woanders hinlegen. Oh. Oh, wie fies. Und versteckt die jetzt die Sachen? Ja. Und sie möchte gerne heimgehen und ihr Täschchen ist weg, ihr Regenbogenrucksack. Och je. Och, tut sie mir leid. Sie sucht überall und findet ihn nicht. Das Auto hat sie auch gleich mal Regenbogen gemacht. Und hier, das müsste doch jetzt auch zum Regenbogen werden, oder? Wenn wir hier...
Das nicht, ne? Aber da war so eine richtige Batterie an Fläschchen. Und der Bruder versteckt auch den Rucksack da ganz oben, holt das andere Kind ab. Ich finde meinen Rucksack nicht. Ihr seid so gemein. Helft mir suchen. Dann mache ich halt den zum Regenbogen. Ha! Hihi. Also so langsam weiß sie sich auch zu helfen, ne? Ja, und die beiden sind stinksauer. Mittlerweile ist Geburtstag, sie sind noch älter und gehen auch in die Schule. Happy Birthday! Alles Liebe zum Geburtstag! Und sie kriegt nicht gratuliert. Nein, lass deine Finger von meinem Kuchen, du machst ihn nur zum Regenbogen. Oh, wer kommt da angekrochen? Oh, und sie hat sie gestoßen. Und ist an den Kuchen gekommen und dadurch wurde der Kuchen Regenbogen. Eieieiei, Leute, was ist das denn für eine Geschichte? Da gibt es auf jeden Fall jetzt einen Kuchen, so groß habe ich den noch nie gesehen. Grüße gehen raus an Elisabeth und Melanie. Hallihallo. Wahnsinn. Und sie wird in die Luft geschmissen und bejubelt und ja, was man halt so bei einem Kindergeburtstag macht, ne? Aber ihre Mama hat ihr auch einen Kuchen gebacken und auch der wird zum Regenbogen. Und die Mutter so, oh je, ich habe mir doch solche Mühe gegeben und der Kuchen war so schön und jetzt? Hier wird sie wieder ausgelacht. Immer ist bei dir alles nur Regenbogen. Ha, 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 ha. Und wer ist das jetzt? Oh, sie macht ihm Regenbogenhaare. Die Rache. Die Rache der kleinen Frau, ne? Oder des kleinen Mädchens. Oh, die tun jetzt so, als hätte sie den Koffer von dem Direktor eingefärbt. Und der ist natürlich jetzt stinksauer und denkt sofort an das Regenbogenmädchen. Und so, schaut mal, jetzt kriegt sie geschimpft. Sie weiß überhaupt nicht, um was es geht. Oder ist es der Vater, nicht der Direktor? Wie auch immer. Ich glaube, das ist der Vater. Und ach, das andere war wohl ihr Bruder. Aha, das war gar kein anderes Mädchen. Und die Mutter nimmt sie in Schutz und sagt, das war sie nicht. Also wenn sie ihre Mutter nicht hätte, mittlerweile ist sie so alt, auf jeden Fall, dass sie auch einen Job hat. Als was arbeitet sie denn? Niemand will was mit einem Regenbogenhaarmädchen zu tun haben. Dabei sind ihre Haare doch wirklich ziemlich cool. Ich dachte jetzt, wo sie älter ist, ist sie super beliebt. Auch da kann sie ja schlecht arbeiten. Nur, du kannst den Boden putzen. War sie nicht gut in der Schule? Oh je, wenn sie jetzt den Boden putzt, wird er doch auch Regenbogen, oder? Sie kann ja eigentlich nirgendwo arbeiten, weil alles, was sie anfasst, zu Regenbogen wird. Seht ihr, da fliegt sie auch direkt schon wieder raus. Hier, bleib ja weit weg von meinem Geschäft. Du ruinierst alles. Wasch erstmal deine Haare. Oh je. Ich bin so geboren. Und dann wird sie auch wieder rausgeschmissen. Das ist ja voll die Diskriminierung, oder? Gibt es dagegen nicht eigentlich Gesetze? Okay, denen wird schlecht, wenn sie die Regenbogenhaare sehen. Das ist ein schlechtes Mädchen. Okay. Und die wollen auch nichts mit ihr zu tun haben. Aber findet sie da irgendwo Arbeit? Die muss doch irgendwas arbeiten, die landet ja sonst auf der Straße. Oh, die Fashion-Designer werden auf sie aufmerksam und finden sie sehr cool. Wollen sie sie als Model einstellen? Was meint ihr? Sie rennen auf jeden Fall mit Sternenaugen hinter ihr her. Du kannst für unsere Regenbogenkleidung designen. Sie so, ja, das mache ich super gerne. Wollen die mit ihr eigentlich nur Geld verdienen, oder? Hier, nimm das Kleid und mach's zum Regenbogen. Ja, klar. Yay. Ja, die wollen die doch nur ausnutzen, oder? Mach die ganzen Sachen zum Regenbogen. Und das macht sie natürlich auch gleich. Die sind begeistert. Ich hoffe, sie wird auch dafür bezahlt. Und jetzt sind wir hier in einer Regenbogenwelt, wo alles nur Regenbogen ist. Sie ist voller Regenbogen, ist auf jeden Fall bunt und fröhlich. Okay, sie schwupst aus dem Bild raus und wieder rein. Mit einem Riesenkleid. Ah, das Kleid hängt da auch unten, das hat sie scheinbar designt. Sie liebt Regenbogen. Selbst die Schüchen sind Regenbogen.
Ist das jetzt eine Kundin oder ist das... Das müsst ihr mir mal schreiben. Meint ihr, das ist sie oder ist das eine Kundin? Auf jeden Fall ist auch diese Geschichte wieder zum Glück gut ausgegangen. Lasst mir einen dicken Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.